Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudia und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, du siehst, ich habe hier ein paar Boxen stehen, das heißt mein Sammlungsvideo, meine Sammlungsreihe geht weiter. Heute möchte ich den Bereich Körper zeigen. Ja, meine Körperboxen, also hier steht wirklich drauf Body, Fuß, Hand. Ja, es ist ein bisschen crazy. Also, es sind tatsächlich die meisten Boxen, die ich jetzt hier zusammengesucht habe von dem Projekt, was ich euch so zeige. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und für die ganz Tapferen unter euch gibt es am Ende dann auch eine Verlosung. So, dann wollen wir mal zusehen, dass wir die Boxen hier so ein bisschen minimieren und mir ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit verschaffen. Ja, ich starte mit der Dusche. Ja, die Box heißt Dusche und hier drin sind meine Backups. Ich zeige euch erstmal, was ich aktuell unter der Dusche verwende. Das ist das hier von Original Source. Das riecht so geil. Das riecht nach diesen Kirschlollis, die man damals dazu bekommen hat, wenn man im Tante-Emma-Laden Brot geholt hat zum Beispiel. Bei uns gab es das immer. Richtig, richtig geil. Feuchtigkeitsspendend, ja, nee, nicht wirklich. Ich creme mich eh danach ein. Also, ne? Das sollte man jetzt nicht immer allzu sehr auf die Goldwaage legen, sage ich mal. Ja, jetzt zeige ich euch mal meine Backups. Da fangen wir doch einfach mal an mit Balea Duschschaum Lovely Moment mit Jasmin und Fräsienduft. Den fand ich eigentlich damals auch total interessant, weil es eben ein Duschschaum sein soll. Und Duschschäume finde ich super. Also dementsprechend freue ich mich drauf, das zu benutzen. Vom Duft her süß, süß, blumig. Halt meine Richtung, ne? Das ist halt so mein Bereich. Dann habe ich hier von Tracker Moon White Chocolate Fantasy, ja, weiße Schokolade. Ich finde die Pulle einfach eigentlich viel zu groß. Also du hast hier drin, keine Ahnung, 500 Milliliter. Also ich versuche hier immer wirklich nur ein einziges Produkt gleichzeitig zu verwenden. Also, ne? Jetzt nicht 20 Duschgels gleichzeitig, weil, ne? Sukzessive leer machen. Das ist immer so mein Plan. Dementsprechend, das wird auf jeden Fall interessant. Ich denke, dass ich da zwei gleichzeitig benutzen muss, weil ansonsten werde ich dem wahrscheinlich schnell überdrüssig und das wäre dann auch schade. Manche sagen, es riecht gut, manche sagen, es riecht nicht so gut. Ich meine, es riecht gut. Ja. Riecht halt nicht nur süß, sondern hat noch so einen leicht herben Unterton. Aber ich bin mal gespannt, wie das dann wirklich sich unter der Dusche verhalten wird und freue mich drauf, das zu benutzen. Aber es, mal gucken, wann. Hoffentlich aber auf jeden Fall noch in der kalten Jahreszeit, weil weiße Schokolade oder Schokolade an sich ist eher was für die kalte Jahreszeit. Dann habe ich hier noch von Creme 21 die Duschcreme, die originale mit pflegenden Hautvitaminen. Da habe ich mir gedacht, naja, eigentlich wollte ich die gerne im Winter verwenden, wenn ich jetzt ein bisschen trockenere Haut habe. Aber das kompensiere ich dieses Jahr sehr, sehr gut mit den ganzen verschiedenen Bodylotions, die ich so habe oder Bodycremes, Bodybutters. Ja, dementsprechend musste ich das bislang noch nicht verwenden. Ohne Mikroplastik, das fand ich auch sehr charmant, dass es drauf stand. Ja, und das riecht halt einfach ganz normal nach Seife. Also das hat keinen speziellen Geruch oder so. Fand ich aber ganz interessant und ist deswegen auch damals mit in meinen Einkaufskorb gekommen. Was ich auch noch mit drin habe, ist von Nivea die Pflegedusche Cremeöl Perlen Kirschblüte. Ich denke, das ist tatsächlich etwas, was ich auch sehr gerne so im Frühling verwende, wenn so langsam anfangen, die ganzen Knospen aufzugehen und oh, ne? Ja, denn es hat diesen typischen Nivea-Duft mit so einem leichten Hauch von dieser Kirschblüte, also leicht blumig, aber nicht zu extrem. Und Ölperlen, das fand ich auch sehr interessant, hatte ich vorher auch noch nie in irgendwelchen Produkten drin. Dann habe ich hier von Betty Barclay ein Pure Pastel Mint, eine Creme-Dusche ist das, genau. Die ist für mich tatsächlich eher was für den Sommer. Also die ist halt sehr, sehr mintig, also ne, frisch halt. Ich mag nicht so gern frisch. Nee, eigentlich nicht. Aber es ist halt mit dabei und ja, wird auf jeden Fall im Sommer verwendet. Und weil es halt recht klein ist, mit 75 Milliliter wahrscheinlich eh relativ schnell leer werden. Das hier ist auch für mich eher was für den Sommer. Von Rituals, Ritual of Karma, Shower Foam. Auch das halt wieder ein Duschschaum mit Lotus und weißem Tee. Auch das eher frisch, ein bisschen herber, männlicher. Ja, aber sommermäßig, auf jeden Fall, war aus dem Adventskalender.
Dann auch aus einem Adventskalender. Ich glaube aus dem Glossybox Adventskalender. Nee, das ist aus dem Rituals Adventskalender. Wo habe ich das denn her? Auch aus dem. Ja, waren beide im Rituals Adventskalender. So, The Ritual of Yalda. Und das ist mit Wassermelone und Pomegranate. Granatapfel ist das, glaube ich, ne? Auch das, ja, blumig, fruchtig, eher was für Sommer. Definitiv. Also deswegen habe ich nicht verstanden, weswegen das im Adventskalender war. Aber ich mag das. Das hier liebe ich. I love Strawberry Cream. Yum, yum. Das hatte ich schon mal und das ist richtig, richtig toll. Ja, Erdbeer, ne? Yum. Richtig schön fruchtig. Oh, ja, heute kann ich hier viel schnuppern. Das ist toll. Das gefällt mir. Ja, dann habe ich auch etwas, tja, mal gucken. War in einem Tauschpaket. Isana-Duschgel mit Kokoswasser. Also Kokos und ich nicht die besten Freunde, aber das hier sieht mir einfach durch dieses Blau danach aus, dass es etwas für den Sommer ist. Also ich habe hier vieles für den Sommer scheinbar. Ja, riecht auch sehr frisch, riecht aber schon sehr nach Kokos, ne? Mal gucken. Von S. Oliver Black Label, das hatte ich als Gratiszugabe mal dabei. Luxury Shower Gel. Ja, das ist halt von diesem S. Oliver Black Label Woman. Das dazugehörige Duschgel. Ja, das Parfüm habe ich, glaube ich, auch. Das hatte ich auch mal in der Box mit drin. Ja, das riecht aber gut. Riecht parfümiert und wird halt in dem Sinne dann nicht pflegen, aber halt gut riechen. Dann habe ich hier noch einen Duschschaum drin, den Original-Duschschaum, würde ich jetzt mal so sagen. Denn meiner Meinung nach kommen diese ganzen Duschschäume doch eigentlich von Bilou, oder? Ich weiß nicht, wo kommen die sonst her? Das ist Pink Melon und das hatte ich auch in einer Box mit drin. Und auch das eher was für den Sommer. Melone war ja sowieso letztes Jahr im Sommer ganz, ganz, ganz toll. Und das riecht richtig nach Melone. Oh, das riecht für mich sogar ein Stück weit nach Honigmelone. Und ich, nom, 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 nom. Freue ich mich drauf. Also der Sommer sollte bitte ganz schnell kommen, denn ich habe einiges. Ich wäre schon mal vorbereitet. Sommer, du darfst kommen. Dann habe ich hier noch ein, ja, das, ja, Hand and Body Wash. Also für Handwaschcreme ist das und für den Körper. L.A. Brookett heißt das. Das war, glaube ich, auch mal in der Box mit drin. Habe ich mir definitiv nicht so gekauft. Und das riecht einfach nach Sauna. Also nicht unbedingt was. Was ich jetzt gut finde, aber puh, das macht die Nase frei. Wenn du Schnupfen hast, ist das, glaube ich, ganz geil. Dann hatte ich das hier mal gewonnen bei der lieben Kati von Katis Kosmos. Apple and Bears Grapefruit and Seaweed Body Wash ist das. Das ist eine Geldusche. Das müsste ich eigentlich auch mal so langsam mal aufbrauchen. Ich denke, wenn ich mein Original Source aufgebraucht habe, werden auch mal die Kleinen dran glauben dürfen. Riecht aber ganz gut. Das mag ich wohl ganz gerne. Also. Ja, riecht ein bisschen säuerlicher, aber nicht zu säuerlich, so dass ich es mache, dass ich das quasi mag. Davidoff Cool Water Woman Wave, ein Schauergel. Auch das hatte ich mal als Gratiszugabe mit dabei oder in einem Adventskalender. Das weiß ich gerade nicht. Oder war das im Flaconi-Adventskalender? Möglich, möglich. Aber ich finde, es riecht unheimlich gut. Oh ja, das ist auch sehr sommerlich wieder. Sehr viel sommerliche hier, aber bald kommt ja schon der Sommer. Wir haben ja schon Februar. Ja, freue ich mich drauf. Das Parfüm mag ich auch sehr gerne, habe ich aber noch nicht in groß. Dann habe ich aus dem Balea Adventskalender zwei Cremeduschen. Einmal hier mit Mandarinenduft. Auch das muss ich unbedingt jetzt im Winter aufbrauchen, sonst wäre das echt schade drum. Ja, denn es riecht halt nach Mandarinen, ne? Ist eher was eigentlich für den Dezember, aber da habe ich es irgendwie verschlammt, also das zu benutzen. Und hier mit Vanille-Honigduft. Also das kannst du dann auch, ja, noch etwas, wenn es zwar kalt ist, aber nicht Schnee liegt oder man nicht so Mandarinen isst, also so Dezember, Januar mäßig. Das riecht schön süß. Das mag ich. Es riecht fast so wie dieses hier von Le Petit Marseillais, was ich auch mal in einem Tauschpaket, glaube ich, hatte. Das riecht richtig geil. Das ist richtig, ja, das ist richtig gut riechen, muss ich sagen. Du riechst enorm die Vanille raus und es riecht toll. Das riecht einfach toll. Und das Letzte, was ich hier in meiner Backup-Kiste habe, ist von Aveo Mystic Nights, eine Pflegedusche. Die hatte ich von der lieben Cindy bekommen in dem Tauschpaket vom Kanal Rosa 87 Lee. Und das riecht sehr blumig, sehr gut. Mag ich, freue ich mich drauf. Also das nächste Mal, wenn ich irgendwie auf die Idee kommen sollte, mir in irgendeiner Art und Weise Duschgel zu kaufen, bitte haltet mich davon ab. Also,
Ihr seht, ich habe genug, um die ganze Welt zu duschen quasi. Wo wir schon mal in der Dusche sind, machen wir jetzt mal weiter mit diesem Karton. Der heißt Body Peeling. Da sind meine ganzen Körperpeelings drin. Da habe ich einmal drin von Rituals aus dem Adventskalender, The Ritual of Sakura. Ich liebe Rituals of Sakura, ernsthaft. Softening Rice Scrub. Das ist mit Organic Rice Milk, also mit Reismilch und Kirschblüte. Und das riecht richtig, richtig toll. Richtig gut. Ja, sehr parfümiert, aber ich mag's und da freue ich mich drauf, das zu verwenden. Es ist nur eine kleine Größe. Ich habe ganz vergessen zu sagen, was ich aktuell verwende. Das hatte mir meine Freundin empfohlen. Von Isana das Duschpeeling Meersalz und Kirschblüte mit Massageperlen und Kirschblütenduft. Finde ich auch ganz in Ordnung. Hat eine eher gelige Konsistenz und also schäumt jetzt nicht irgendwie auf dem Körper oder so. Hat vereinzelte Peelingkörner und ist halt mit Salz. Also ich mag lieber so Zuckerpeelings oder sowas. Oder wenn das so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Keine Ahnung. Wenn es halt kein Salz ist, weil Salz trocknet die Haut aus. Und das finde ich dann eigentlich nicht so geil. Aber von der Peeling-Wirkung her muss ich sagen, richtig gut. Und vielen Dank für den Tipp. Das war auf jeden Fall eine gute Sache, sich das mal anzuschauen. Dann habe ich mir hier ja mein geliebtes und immer noch nicht angepacktes, kneippverwöhntes Cremeöl-Peeling geholt. Das hatte ich ja in dieser kleinen Packung, ne, die man sich so kaufen kann. Und habe dann gesehen, oh mein Gott, das gibt es in groß. Wie geil ist das denn? Draufgestürzt, direkt gekauft, sackteuer, richtig geil. Also das ist ein Zuckerpeeling, es ist so, wirklich so eine Zuckerkonsistenz, als hättest du wirklich zuckergrobe Körner in der Hand, hat dann aber so ein Öl mit dabei, dann kommst du aus der Dusche und musst dich nicht mehr eincremen, Hammerzeug. Ich liebe es, aber halt sehr, sehr teuer und ich traue mich noch nicht, das zu verwenden. Dann habe ich hier noch mit drin von Triacle Moon Happy Melon Sorbet. Das ist für mich eher was für den Sommer, weil das halt sehr nach Honigmelone riecht und ich liebe dieses Peeling. Ist wirklich toll. Mit Vulkansand ist das und hat echt eine schöne Wirkung und ich mag's. Und ich mag's, dass es in der Tube ist. Dann kannst du so rausquetschen. Muss nicht so im Pöttchen rumrühren und hast es nicht so unter den Fingernägeln sitzen. So, und dann hat mich die liebe Bianca sehr, sehr glücklich gemacht. Das ist eine Instagram-Bekanntschaft, wie nennt man das? Das ist eine ganz liebe Frau, die ich über Instagram kennengelernt habe und mögen gelernt habe. Und die hat mir, als ich gesagt habe, das darf aus dem Sortiment, beziehungsweise dieses darf Creme-Dusch-Peeling mit Macadamia und Reismilch. Und da hat sie mir ein Päckchen gepackt und ja, von dem, was sie mir geschickt hat, ich habe noch 1, 2, 3, 4 da. Ja, ich brauche nie wieder Peeling kaufen tatsächlich. Ich finde das unheimlich toll. Also es fühlt sich richtig schön an. Du hast schöne Peelingkörner da drin und diese Peelingkörner sind ja diese Macadamia-Schalen, glaube ich, ne? Also richtig geil und es ist einfach, du machst dir das drauf und die Haut ist nachher echt perfekt, ne? Also wenn ihr das noch irgendwo im Laden findet. Meine Rossmann-Lady, die bei uns arbeitet, also nicht bei uns, sondern ne, in meinem Dorf, hat gesagt, es geht aus dem Sortiment und jetzt habe ich ja, genug Peeling für die nächsten Jahrhunderte. Aber ich finde es geil. Ich finde es so toll. Ich weiß nicht, ob ich die alle selber aufbrauchen kann oder ob ich das ein oder andere mal weitergeben muss. Hier steht ja auch, glaube ich, kein MHD-Datum drauf, glaube ich. Aber es hat ja auch so eine Schutzfolie, Schutzplastikvieh oben drauf. Also, ja. Vielen, vielen Dank, liebe Bianca. Du bist so ein Schatz. So geil. Richtig geil. Also, ich bin ausgerastet. Ich habe ihr, als ich das Paket bekommen habe, direkt eine fette Sprachnachricht geschickt. Ich bin vollkommen eskaliert. Wenn ich dann aus der Dusche rauskomme, creme ich mich ein. Das beginnt dann eigentlich tatsächlich damit, dass ich meine Füße eincreme. Das ist das Erste, was ich eincreme. Dafür benutze ich aktuell auch sehr viele Handcremes. Also hier benutze ich zum Beispiel jetzt aktuell für meine Füße, weil sie mir für die Hände nicht reicht, die Abbott & Broom Finest Ingredients Hand Lotion. Die gab es tatsächlich mal beim Aldi bei uns und seitdem, ja, habe ich dieses Fläschchen, was sich jetzt auch so langsam dem Ende neigt und damit creme ich dann halt meine Füße ein. Das ist sehr angenehm. So, und dann gucke ich mal in meine Fußkiste
Und da habe ich drin ein Fußbad, das hatte ich in der Juveniles-Box mit. Malva Delicate Body Care, basisches Pflegebad für zarte Haut. Und da stand auch drin drauf, dass man das für die Füße mit benutzen kann. Und ich habe von der Firma Summerfood eine großartige Fußmaske zur Verfügung gestellt bekommen, die ich demnächst mal mit euch testen möchte. Aktuell geht es leider nicht, weil mein Schuhwerk dazu geführt hat, dass meine Füße au sind und ich dementsprechend erstmal versuchen muss, meine Füße wieder schmerzfrei und heile zu kriegen. Danach werde ich die Fußmaske verwenden. Das ist so eine schöne Peel-Off-Maske. Ich habe ja schon mal von Balea eine getestet und jetzt die von Summerfood. Ich freue mich mega. Da wird es auch eine Verlosung für dich geben. Ja, und da werde ich auf jeden Fall dieses Fußbad benutzen. Genauso wie auch dieses Fußbad, weil man soll halt immer wieder Fußbäder machen. Das soll dann die Wirkung verstärken. Deswegen habe ich diese zwei Fußbäder. Nachdem ich dann meine Füße eingecremt habe, kommt mein Körper dran. Da benutze ich jetzt ganz aktuell, habe ich glaube ich gestern das erste Mal verwendet, von Vandini, diesen Charming Body Balsam, Body Balm, Frangipani und Wilder Flieder. Fragt mich nicht, was Frangipani ist, Leute. Aber es riecht ganz gut. Es riecht leicht blumig. Ja, hat eine schöne cremige Konsistenz, aber so eine glänzende, ne? Das ist schon ganz cool. Also, das ist wirklich toll. Ich mag das. Ich benutze es jetzt nicht, weil sonst riecht jetzt gleich alles danach. Es riecht schön nach Flieder. Das mag ich sehr gerne. Und ja, die zieht auch echt schnell ein, ist aber reichhaltig. Also, das heißt, sie pflegt die Haut echt schön, zieht aber sehr gut ein. Das mag ich. Das ist das, was ich von Body Creams, Body Butters und was auch immer mir grundsätzlich wünsche. Dann habe ich hier noch ein bisschen was, was ich quasi dabei hatte oder was ich quasi als Gratiszugabe bekommen habe. Das ist hier einmal von Calvin Klein Woman, die Body Lotion. Die ist hier drin und das riecht halt einfach nach dem Parfüm. Ne? Das wird nicht groß fliegen. Das ist dann eher was für den Sommer. Wenn du halt nicht so Ultra-Hautpflege brauchst. Ja, aber es riecht sehr geil. Es ist halt stark parfümiert, ne? Was willst du sagen? Dann habe ich hier nochmal von Softly Jill Sander oder Jill Sander und dann das Parfüm Softly, die Melting Body Milk. Also das ist halt dann auch wieder eine Bodymilch, eine Körpermilch, die dann halt auch schnell einziehen wird, aber nicht so mega reichhaltig sein wird. Und das riecht halt nach dem Parfüm. Softly soll dann in dem Sinne ja den Parfümgeruch verstärken. Ja, riecht sehr sanft, aber riecht gut. Mag ich gerne leiden, ist für mich auf jeden Fall ein Sommerprodukt. Ja, und sieht man ja allein farblich schon, ne? Dieses Mintige. Genauso habe ich hier von Boss Hugo Boss The Scent for Her eine Bodylotion. Ich bekomme das Parfüm ja eigentlich bald zugeschickt, weil ich hatte mein Glücksticket in der InStyle-Box. Bis heute habe ich es noch nicht bekommen. Ich habe das schon hingeschrieben. Angeblich ist es unterwegs, aber es ist immer noch nicht angekommen. Ich werde da gleich nochmal hinschreiben. Es ist blöd, ne? Denn es riecht echt toll und ich freue mich auf das Parfüm. Naja, auf jeden Fall ist das auch noch mit dabei. Freue ich mich. Das ist aber auch was, was man vom Geruch her auch im Winter verwenden kann. Aber da es halt nicht so die Ultra-Pflegewirkung haben wird, werde ich es eher im Sommer verwenden. Das hier ist etwas, was man definitiv auch im Winter verwenden kann. Das ist von Rituals, The Ritual of Sakura. Celebrate each day as a new beginning. Also man soll jeden Tag feiern wie einen neuen Anfang. Finde ich sehr positiv. Mit Reismilch und wieder mit der Kirschblüte. Und ich liebe den Geruch von Rituals of Sakura, weil das ist so sanft, ne? Ja, also das riecht schön nach dieser Kirschblüte. Das kannst du sowohl im Sommer als auch im Winter verwenden, weil es relativ reichhaltig ist, aber nicht ultra reichhaltig. Es zieht schnell ein. Ich habe da ja schon ein paar andere aus der Reihe benutzt. Dann habe ich hier von Bloss Bed of Roses ein Body and Hand Lotion. Habe ich jetzt bei meiner Körperpflege mit reingepackt, weil ich genug Handcremes habe, wie ihr gleich sehen werdet. Das riecht sehr dezent. Das war auch als Gratiszugabe immer mit dabei. Ich weiß gar nicht, was ich mir dafür bestellt habe, muss ich gestehen. Keine Ahnung. Ja, es riecht halt nach Rosen, ist eine kleine Größe, muss ich definitiv auch demnächst mal benutzen. Dann habe ich hier auch wieder passend zu einem Parfüm. Da wieder auf Cool Water Woman Wave. Das ist eine Bodylotion. Die habe ich tatsächlich schon mal verwendet und fand sie ganz gut. Hat jetzt nicht so die Ultrafeuchtigkeit gespendet, ist aber in Ordnung gewesen. So, dann habe ich hier etwas, was wahrscheinlich sehr, also meiner Meinung nach und meiner Anforderung nach, meiner Erwartung nach, feuchtigkeitsspendend sein wird. Das ist von Ameliorate oder Ameliorate, weiß ich nicht. Und
Das soll deine Haut transformieren. In was? Keine Ahnung. Ja. Ne? Aber ich denke, dass das bedeuten soll, dass es eine tolle Haut macht, dass es deine Haut mit Feuchtigkeit versorgt und, und. Genau, und da war jetzt hier noch eine Folie drauf. Da riechst du nichts durch. Aber ich denke, so ein Produkt wird reichhaltig sein. Vermutung. Nur eine Vermutung. Auch das war in einem Tauschpaket drin. Oder ich habe es von der Nasti aus dem Adventskalender. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Von Yves Rocher. Mango und Koriander. Eine Bodylotion, die Energie geben soll. Ja, kann ich mir gut für den Frühling vorstellen. Und riecht schön frisch nach Mango. Beziehungsweise nicht frisch, sondern schön fruchtig nach Mango. Freue ich mich drauf. Das ist ja eine Übergangs-Bodylotion. Gibt es sowas? Ich weiß es nicht. Das hier ist eher was für den Winter. Das ist aus dem Adventskalender von Amazon. Das hat 99% Aloe Vera drin und ist von Holika Holika. Das ist so ein Gel und das soll unheimlich gut sein für den Körper. Also, das soll so viel Tolles machen, was ich schon darüber gelesen habe. Narben wegmachen und Zellulitis soll das wegmachen und Schwangerschaftsstreifen soll das wegmachen. Mal schauen. Ja, und ich fand die Verpackung auch unheimlich schön, ne? So ein schönes Aloe Vera Blatt ist nie weg. Dann habe ich hier auch von der lieben Kati, von Katis Kosmos gewonnen, Apple and Burrs, Grapefruit and Seaweed, eine Body, ein Body Moisturizer, wie auch immer. Auch das eine kleine Größe, muss ich unbedingt mal verwenden, Leute. Vielleicht in Kombination, wenn ich gerade das Duschgel auch verwende, dann hast du nochmal den Geruch ein bisschen verstärkt da. Deswegen, mal schauen. Ja, vom Geruch her auch wieder sehr zitrisch. Muss ich mal gucken. Ja, halt nach Grapefruit, ne? Das ist ja auch sehr sauer. Dann habe ich hier noch ein Body Mousse von Nivea. Und ich denke, das hier ist halt auch wieder was, wenn ich richtig trockene Haut habe, so an den Schienbeinen oder so. Eine geile Sache. Und ja, riecht halt ganz normal nach Nivea. Da muss man nicht viel zu sagen, ne? Und als letztes habe ich hier in meiner Box von Kneipp, das habe ich von Nastia aus dem Trash-Paket, intensive Wiesenkräuterfeuchtigkeit, Creme für Körper, Gesicht und Hände. Und das ist halt so eine ganz normale Creme. Ja, von Kneipp halt, ne? Die habe ich auch schon mal gerochen und mir angeschaut. Ist jetzt auch schon ein bisschen gerutscht aufgrund von Schwerkraft, ne? Ist halt so eine ganz normale Creme in so einem Pöttchen, die nach Kräutern riecht. Ja, so ein bisschen nach Kamille, ne? Mal gucken. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und das ist was für den Frühling, weil es blumig riecht. Ja. Ich habe auch manchmal eine Logik mit meinem für wann, was, wie, wann, wo ist, dass ich da selber noch durchsteige. Ja, und dann benutzt man natürlich ein Deo. Und aktuell verwende ich sowohl ein Sprühdeo als auch ein Creme-Deo. Da habe ich hier einmal von Far Glamorous Moments. Das ist ja ein sehr blumig, schwer riechendes Deo. Mag ich gerne, verwende ich jeden Tag. Schützt schon ein bisschen. Aber ich muss auf jeden Fall nochmal nachlegen. Also es schützt jetzt nicht den ganzen Tag hier 48 Stunden Duft. Nein, 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 nein. Was jetzt ein bisschen mehr schützt, wenn ich jetzt irgendwelche bunten Klamotten anhabe oder so, ist das Rexona Maximum Protect Antitranspirant Creme Stress Control. Das auf jeden Fall. Also schützt mich jetzt nicht unbändig vor jeglicher Art von Schweiß. Aber es schützt sehr gut. Und das ist so etwas, worauf man sich relativ gut verlassen kann, ne? Was ich ein bisschen blöd bei dem Produkt finde, ist, wenn ich das unter meine Achseln mache und es dann trocknet, dann wird es bei mir so krümelig. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen i. Aber naja, ne? Das hast du dann halt in der Kleidung sitzen, aber man sieht es halt außen nicht. Aber ich könnte es jetzt nicht zum Beispiel im Sommer verwenden, weil dann hast du hier einfach deine weißen Achseln, die krümmeln. Also das muss jetzt echt nicht sein, finde ich optisch nicht so in Ordnung. Aber naja, jetzt für im Winter, wenn ich jetzt irgendwelche eng anliegenden Pullis oder Kleider oder sowas trage, wo man CDs sehen würde, ja, ich nenne es CDs, benutze ich das sehr gerne, einfach prophylaktisch oder, ne? Wenn ich weiß, dass es eh kommt, das ist ja prophylaktisch. Ja, dann wird es verwendet. In meiner Backup-Kiste habe ich gar nicht allzu viel. Da habe ich zum einen hier von Far Pink Kisses, ach Quatsch, von Dusch das Pink Kisses, wildfruchtiger Duft. Ja, das ist ein Antitranspirant. Dementsprechend denke ich auch, dass es einfach schützen wird. 48 Stunden, Leute, das glaubt doch kein Mensch. Ja, riecht aber ganz gut, ne? Das riecht halt fruchtig. Freue ich mich drauf.
Irgendwie. Dann habe ich mir noch zwei mitgenommen. Letztens erst. Ja. Das ist einmal hier von Nivea Quick Dry Comfort Antitranspirant Real Life Tested. Das hat mich angefixt. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn das Real Life Tested ist, dann ist das auch garantiert CD-sicher. Hoffentlich. Aber gut, riecht halt ganz klassisch nach Nivea, hat jetzt nichts Aufregendes bei sich. Und von Dove, die Limited Edition Winter Care mit Pflegecreme, Jasmin und Puderduft, riecht halt wie Dove riecht, nur halt nochmal ein bisschen blumiger und dezenter. Halt sehr. Also ich finde, dass diese Deckel doch schon so ein bisschen den Geruch auch widerspiegeln. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, wenn ich so einen Rosé-Deckel sehe, dann denke ich mir, okay, es riecht irgendwie ein bisschen blumiger, aber sanft und, ne? Und wenn ich einen blauen sehe, dann denke ich mir, okay, das ist frisch. Naja, genau, das sind meine Deos. Sind nicht viele. Also da muss ich sagen, kein Problem. Ja, bei den Handcremes kann man sich tatsächlich schon ein bisschen mehr Sorgen machen. Aktuell in Verwendung in meiner Tasche, keine Ahnung. Da ist eine von Essence drin, genau. Aber da konnte jetzt nicht alles zusammensuchen. Auf Arbeit habe ich welche stehen und überall hier im Haus. Ich habe jetzt eine geholt und das ist die, die ich am Bett stehen habe. Das ist von Kneipp, die Intensivhandcreme mit Magnolie und Shea Butter. Und die ist mega pflegend, zieht aber schön schnell ein und duftet richtig schön blumig. Also das mag ich sehr gerne für strapazierte und trockene Hände. Das ist jetzt im Winter echt angebracht. Ja, riecht super. Kann ich empfehlen, ist toll. Ja, dann habe ich hier echt eine ganze Kiste voll mit Handcreme. Das meiste hat man dann aus Versehen mal in den Warenkorb gelegt und mitbestellt. Oder es war in irgendwelchen Beauty-Boxen mit drin. Oder. Fangen wir einfach an mit dem Kalusan Cremeschaum Handkuss mit Mandelöl. Das ist eigentlich ein Produkt, was mein Freund viel mehr verwendet als ich. Also, ja, das ist auch ein Produkt, was du einem Mann geben kannst, weil das nicht zu blumig, zu weiblich riecht. Das ist ein gutes, ja, Produkt. Auch für Männer. Wenn du jetzt zum Beispiel im Garten gearbeitet hast oder draußen oder sonst irgendwas gemacht hast, dann haben auch Männer trockene Hände und dann können die sowas auch mal benutzen. Das ist sehr, sehr toll. Das wird auch verwendet. Weil ich habe da zwei von. Das ist das Backup. Dann habe ich hier von Vandini Sensual Aroma Handbalsam mit Tamarinde und Ingwer. Hier fand ich die Verpackungsgröße ganz super, weil das für die Handtasche echt geil ist. Also das, ne? Riecht cremig, aber nicht, hat keinen starken Geruch. Das ist halt sehr dezent, ne? Wenn du das auf Arbeit oder so benutzt, dann kriege ich das jetzt nicht unbedingt das ganze Büro mit. Dann habe ich hier noch von Stix Naturkosmetik. Ich glaube, das hatte ich aus dem Adventskalender von gute Frage. Ich glaube, von Glossybox. Kartoffelhandbalsam. Oder war das von Amazon? Weiß ich nicht. Also, das möchte ich auch nach wie vor noch verwenden, weil ich das so interessant finde. Weil einfach Kartoffeln, ne? Und es ist halt immer noch zu. Riechst halt keine Kartoffel durch diese Alufolie durch. Aber, ne, das fand ich halt interessant. Mit Kartoffeln? Cool. Dann habe ich hier noch aus einem Tauschpaket Isana Handcreme und Maske. Dafür habe ich mir auch schon extra Handschuhe gekauft. So diese Stoffüberziehhandschuhe. Almond Dream für sehr trockene Hände mit Mandelöl und Shea Butter. Ich habe es immer noch nicht verwendet. Ich muss es unbedingt mal verwenden. Weil auch so Handmasken machen doch durchaus Sinn. Aber ich glaube, dass das hier vielleicht was im Sommer sein wird, wenn ich viel im Garten bin, viel Unkrautzupfe und sowas alles. Dass ich mich sehr freue, wenn ich mich abends mal hinsetzen kann und für 30 Minuten, wow, mir das einfach mal auf die Hände geben kann und dann so sitze und nicht bewege. Genau. Riecht aber super. Ja, riecht schön pflegend. Du riechst dieses Mandelöl. Ja, Shea Butter riechst du auch womit raus. Finde ich toll. Von Mercy Handy habe ich hier noch eine Love and Hand Cream in der Richtung Flower Power. Auch das in der Größe für meine Handtasche perfekt geeignet. Auch das immer noch zu. Aber man riecht ein bisschen was raus und es riecht sehr blumig. Das mag ich. Freut mich. Ja, auch das eher was für den Sommer. Flora Mare, genau. Das ist ja auch Naturkosmetik. Riecht. Meine Kerze rumpelt da vor sich hin. Riecht sehr maritim, wie es ja auch riechen soll. So Meeresbrise-mäßig, ne? Das ist ja so ein Duft, den gibt es ja immer mal wieder. Und so riecht das auch. Aber sehr angenehm. Mag ich gerne. Also wirklich was für den Sommer. Das hier muss ich eigentlich jetzt demnächst mal verwenden. Von Cécile Labelle Vienna Jelly Bean Candy Queen.
Handcreme. Ja, das riecht halt extrem süß, ne? Aber ich stehe auf sowas. Das riecht nach Kindersüßigkeiten. Oh, geil. Ja. Und so süße Düfte, die sollte man besser im Winter verwenden, wenn es kälter ist. Da stehe ich eher auf sowas. Das hier ist eher was für den Sommer. Ahava D Dead Sea Water Mineral Hand Cream. Das ist auch wieder mit diesem Sea Breeze Gedöns, würde ich mal so sagen, nach Meeresbrise, ein bisschen herber. Ja, das riecht auch ungefähr genauso wie das Duschgel, was ich jetzt letztens aufgebraucht habe. Habe ich euch auch in meinem Aufgebrauch-Video gezeigt. Dann habe ich hier von Eos noch eine Handcreme. Das ist so eine ganz witzige UFO-Form, sage ich mal. Sehr interessant. Riecht sehr dezent, aber cremig. Riecht gut. Auch das ist super für die Handtasche, ne? Weil es so flach ist und UFO kannst du mal eben reinschmeißen. Das hier ist eine Love Me Green Hand Cream. Die ist auch noch zu. Die hatte ich mal in der Brigitte-Box, glaube ich, drin. Revitalizing Hand Cream. Und ja, da kann ich jetzt gerade nicht dran riechen. Die ist halt, wie gesagt, auch noch komplett verschlossen. Da traue ich mich jetzt noch nicht ran. Vielleicht wandert die sogar mal in eine Verlosung, weil sie halt noch echt komplett zu ist, ne? Wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ja, die wandert auf jeden Fall demnächst mal in eine Verlosung. Ist noch zu. Dann habe ich hier von Roger and Gellert eine Handcreme. Also Geruchsrichtung Gingembre Rouge. Das ist von Roger und Gellert meine absolute Lieblingsgeruchsrichtung. Da hatte ich mal eine Körpercreme von und das war richtig geil. Oh, das riecht so, so geil. Leute, das ist so schön blumig und sanft und oh, richtig geil. Riecht das einfach mal. Dann habe ich hier von Rituals, The Ritual of Ayurveda, den Soothing Hand Balm, den ich glaube, 3 oder 4 Mal letztes Jahr in irgendwelchen Adventskalendern und Boxen und hast du nicht gesehen drin war, hatte. Riecht sehr orientalisch, sehr schwer. Sehr stark parfümiert, aber wird auf jeden Fall mal verwendet. Das ist für mich etwas, was ich gerne neben mein Bett stelle. Dann habe ich hier auch aus. Nee, das habe ich von Fiona, glaube ich, gekriegt, oder? Balea Handcreme Kirschblüte mit Reismilchextrakt und Kirschblütenduft für geschmeidig weiche Hände. Auch das unheimlich geiler Duft. Ich liebe Kirschblüte. Also das kannst du wirklich super im Frühjahr dir drauf machen. Schön blumig, nee, schön blumig, nicht fruchtig. Blumig, sanft, frisch, geil. Und das letzte, was ich hier drin habe, ist von Balea ein Handsorbet. Perfect Pink, auch das ist was für den Sommer, weil es halt ein Sorbet ist. Das wird dann nicht so fliegend, also nicht so reichhaltig sein, sondern eher halt sanft. Mit exotisch frischem Duft von Pink Pomelo. Und das hier ist Pink Pomelo. Sagt Hallo zu Pink Pomelo. Genau. Das riecht halt sehr frisch und ist halt ein Sorbet. Genau. So fruchtig frisch riecht das. Puh, jetzt habe ich mal wieder ordentlich gelabert, ne? Wahnsinn. Heute habe ich mir als Verlosung etwas ganz Witziges ausgesucht. Und zwar ist es passend zu meinem Oberteil. Dieses Set von Balea. Das ist Dancing in the Sun. Das möchte ich gerne an einen von euch verlosen. Da hast du mit drin ein Shampoo. Das duftet nach süßen Summer Vibes. Eine Duschcreme, die auch nach süßen Summer Vibes duftet. Und einen reinigen Handbalsam, der natürlich auch nach Summer Vibes, ne, wie auch immer, riecht. Und hier ist noch ein Jutesack mit bei. Und ja, ach so, hier hinten sieht man es nochmal ein bisschen schöner, ne? Genau. Dance like nobody's watching. Das finde ich sehr positiv. Ich verlose gerne positive Dinge, die dann auch noch farblich perfekt zu meinem Outfit passen. Was ihr dafür tun müsst, schreibe ich euch unten in die Infobox rein. Schaut immer mal dort vorbei. Dort schreibe ich euch alles Mögliche rein, was irgendwie relevant, interessant oder sonst irgendwie sein könnte. Und natürlich die Informationen zu allen möglichen Verlosungen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Beauty-Sammlungsvideos aus dem Projekt. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!